Herzlich willkommen, Leute, zu NAG. Ich mach mal ein bisschen den Ton leiser. So. Weil, ihr sollt mich hier auch hören. Gut, das lassen wir mal so. Und wir spielen jetzt Part 1. Es ist noch nicht komplett runtergeladen, also ich habe es auch nur kurz angespielt. Wie ihr sehen könnt, ich bin immer noch Kapitel 1, Stufe 1. Wir machen aber ein neues Spiel, damit ihr das von Anfang an seht, auf normal. So, das können wir überschreiben. Ja, möchte ich. So, und viel Spaß. Dies hier sind Aufnahmen aus den Hochlandklippen von vor 2 Tagen. Wie es scheint, sind die Kobolde nicht länger nur ein kleines Ärgernis, sondern sie sind in der Lage, einen stark befestigten Außenposten einzunehmen. Danke, dass Sie alle so kurzfristig kommen konnten und, Doktor, danke, dass wir uns hier treffen können. Wie konnten diese Kobolde es schaffen, in so kurzer Zeit von Pfeil und Bogen zu Panzern und Gewehren zu kommen? Wo ist Ihre Basis? Und wie können wir diese Bedrohung beseitigen? Wir müssen sofort eine Erkundungsexpedition losschicken, um Daten zu sammeln. Wer meldet sich freiwillig? Die Klippen, hä? Die liegen mitten im Koboldland. Ich kann euch alle hinbringen. Aber ich weiß nicht, ob auch alle wieder rauskommen. Victor? Victor Industries begrüßt diese Gelegenheit, das neueste Modell meiner Sicherheitsroboter zu testen. Während menschliche Stärke natürlich wünschenswert ist, braucht die Expedition etwas weitaus Stärkeres gegen die Waffen dieser Kobolde. Die Hightech-Bewaffnung dieser Roboter dürfte für den Erfolg der Mission unverzichtbar sein. Noch weitere Freiwillige? Na schön, dann bilden Ryder und Victor wohl unser Expeditionskorps. Ja, Doktor? Bevor die endgültige Entscheidung gefällt wird, würde ich Ihnen allen gern etwas zeigen, das ich entwickelt habe. Kommen Sie! Onkel! Hey, wie geht's dir? Gut. Der Doktor hält mich auf Trab. Huh? Muss an die Arbeit. Bis später! Okay. Fang an! Geh's ruhig an, mein Kleiner. Du schaffst das. So, da wären wir. Wie ist hier diese kleine Figur, du? Was Sie hier vor sich sehen, ist meine größte Schöpfung. Nack. So. Wir sind Nack. Wir können uns hier durch die Gegner hauen, durch die Massen. Gut. Ja. Bis jetzt ist witzig. Also ich habe nur kurz angespielt. Wie Sie alle wissen, sind diese Relikte das Fundament unserer Gesellschaft. Geheimnisvolle Überreste einer unbekannten Zivilisation, die unsere Maschinen antreiben und unseren Lebensstil ermöglichen. Macht auch Spaß bis jetzt. Ist halt ein Jump'n'Run. So, wenn wir diese Relikte aufnehmen, werden wir auch größer. Und stärker, eigentlich ein bisschen. So. Jawohl. So, gehen wir schnell durch. Okay, den Anfang, ja, den kenne ich jetzt halt schon. So, die schießen auch immer 2 Stück ab. Easy. Guck mal, ne?
So, wie ihr seht, wir werden immer größer. Wir graben diese Relikte von tief unter der Erde aus und nutzen sie, um unsere Autos, Flugzeuge und Generatoren anzutreiben. Die Entdeckung dieser unerschöpflichen Energiequelle hat unser Leben völlig verändert. So. Upsala. Okay. Wir haben es gerade so geschafft. Da war gerade Tutorial, wie man die Teile besiegt jetzt, aber. So. Jawohl. Wir müssen den Hebel betätigen, um die Schutzschilde auszuschalten. Und den Zeitlupe ausgenommen. Jawohl. Ja, ich weiß, das Spiel. Ich habe die Geheimnisse der Relikte studiert, um herauszufinden, wie man ihnen ein Bewusstsein gibt. Das Ergebnis ist nein. Ein lebendiges, denkendes, atmendes Wesen. Ja, ich weiß, das Spiel ist schon alt, aber ich habe es noch nicht gespielt gehabt. Und dann dachte ich, komm. Oh, Mist, jetzt wurde ich getroffen. Ah, okay. Erster Toten. Der war dämlich. Mensch, was ist denn los? Ich bin so blöd für das Spiel. Okay, so, nochmal ganz ruhig. Freue ich mich hier. Mensch, ich habe einfach keine Geduld. So, okay, jetzt läuft's. Gut, jetzt haben wir's. Wir haben zwar ein bisschen Leben verloren, aber ey, was soll man machen? Das war nicht sehr schlau von mir. So, okay. Ja, aber das Spiel ist auch nicht ganz einfach, auch wenn es auf normalem Schwierigkeitsgrad gespielt wird. Weil, wie ihr seht, verliere ich schon viel Leben. Ah, okay, cool. So. Ja, aber. Ja. So, und wenn wir das aufsammeln, kriegen wir auch ein bisschen mehr Leben dazu. Nimm diese Relikte auf. Okay. Okay, oder auch nicht. So, und jetzt könnt ihr es sehen. Das ist, glaube ich, die Maximalgröße. Wie Sie unschwer erkennen, kann Neck explosionsartig wachsen. Mit dem rechten Stick weichen wir halt aus. Haben wir die Gegner hier fertig. Und da sieht man, wie die auch zugucken und applaudieren. Ist schon nice. Also es war ja eins der ersten Spiele so für PS4. Ich muss auch sagen, sieht top aus. Ein bisschen Schaden bekommen, weil der uns getroffen hat. Ah, ich mag keinen Gegner, die fernschützen. Lass mich mal ruhig. Neck, schrumpfe und lauf durch den Durchgang. Er hat ein bisschen an Ratchet & Clank, wer das von euch kennt. Aber bestimmt einiges, ja. Ziemlich bekanntes Spiel. Ja. Ich würde ja sagen, noch ist es einfach, aber. So, lauf mir mal nach hinten. Ist hier nichts? Nein, okay. Neck kann sich aufladen, indem er Energie aus Sonnensteinen absorbiert. Das sind die Sonnensteine. Nach dem Aufladen kann er die Kraft der Sonnensteine als gewaltige Schockwelle explosionsartig freisetzen. Neck, zerstöre mit der Schockwelle die Schilde der Orca. Sie können beobachten, dass die Schockwelle mehrere Ziele gleichzeitig zerstören kann. Cool, okay. Kannst du weiter, ja. So, und hier hinten haben wir so ein kleines Geheimnis, sage ich mal.
sieht ein bisschen fett aus, ha? So, oh. Granate. Oh, Schneck. Muss springen, Bruder. Ich bräuchte ein bisschen mehr Leben. Weil das verkacke ich gleich wieder. Ich sehe es schon kommen. Nack, lade dich mit den Sonnensteinen wieder auf. Nack kann sich durch die Kraft der Sonnensteine auch selbst in einen Sturm aus Relikten verwandeln. Das sieht auch sehr nice aus. Die ganzen Teile da oben hin. Jetzt zeig uns, was dein Sturmangriff bei diesem Gegner bewirkt. Wie Sie gesehen haben, kann Nack mit der Energie der Sonnensteine seine bereits herausragenden Kräfte noch weiter steigern. So, erstmal die Fernkämpfe ausschalten. Ja. Das wahrscheinlicher ist, die schalten mich aus. Mensch! Was geht da ab? So, nochmal. Super! Schott gemacht! Einfach da runterfallen. Nein. Ich sag ja so, Jump'n'Run, ich hab keine Geduld. Ja, jetzt pack ich. So. Shadow doch direkt einsetzen kann. So. Nack the Boy. Wirklich beeindruckend, Doktor. Sie nennen ihn Nack, ist das richtig? Eigentlich nenne ich mich selbst Nack. Beeindruckend? Mir kommt da doch recht zerbrechlich vor. Wenn wir Kobolde jagen, bekommen wir es mit anderen Gegnern zu tun, als mit solchen lahmen Blechkameraden. Und was genau wollen Sie damit sagen, Victor? Tja, ich habe ein paar meiner Sicherheitsroboter dabei. Wenn Nack die besiegen kann, gönne ich ihm seinen Platz in der Expedition. Geht klar. Warum gehen wir nicht raus in den Garten? Da ist es nicht ganz so eng. Und? Meinen Sie, Nack packt das? Das wird sich ja jetzt zeigen. So, dann gehen wir mal ein paar Schellen. Oh, das war's schon. Cool. Sonnenstein. So, das hier kenne ich gar nicht. Oh. Ich weiß also nicht, was uns hier erwartet. Jawoll, Schelle. So. Ja, also macht schon witzig, also. Kann man sich schon mal gönnen. Mit der Kraft der Sonnensteine kann Nack auch entfernte Ziele mit einem Bombardement aus Relikten angreifen. Hm. Dieser Explosionsangriff kann sogar mehrere Ziele gleichzeitig treffen. Oh. Ist hier was? Oh, cool. Das war auch aus Versehen. Ich wollte eigentlich die Kisten schlagen. Mal schauen, was da drin ist. Was ist das denn? Okay. Ah, ich brauche erst alle, oder was? Wenn du alle erfolgreichen Teile sammelst, kann Nack Spezialgeräte bauen und benutzen. Ah, okay. Schließen. So, oh. Ich muss also aufpassen, dass sie keine versteckten. Okay, cool. Dass keine versteckten Wände sind.
machen wir mal den Sturm, oder? Nice. Kann ich darüber? Nee, anscheinend nicht. Jawoll. Kaputt, Baron. Das ist ja mal nice gemacht. Auch Kisten nach mir zu werfen. Wie jetzt immer dann. So. Okay, ziemlich geil sieht er jetzt auch sogar. Und ich frage mich, ob er auch so eine krasse Stimme hat, wenn er so kleiner ist. So. Bullet. Leben. Ja. Oh, noch eins. Okay, cool. Oh, das ist aber groß. Deine Sammlung. Ja, du hast 1,5. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich alle finden werde, also. Das, ich denke, ist auch nicht so wichtig. Weil ich meine, Hauptsache macht Spaß dran. Was mit den Autos? Oh, nein. Hier ist gar nichts? Okay. Jawoll, hast du Gott gemacht, Nick. Der nächste. Die scheinen ein bisschen dicker gepanzert zu sein. Gib ihm. Oleg. Ah. Also ihr seht selber, wie viel Schaden das gedrückt hat. Was ich sagen will, ist halt, ja. Es ist nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt, das Spiel. Hallo? Kann man hier durch? Nein. Jawohl. Was? Olle. War heftig, du. So, ich benutze wieder den Sturm. Ne, ich benutze das Doppelkreis. Nice. Noch ein Teil. Vielleicht kriegen wir eins zusammen, aber ich bezweifle es. Das ist doch mal interessant. Der wird auch stärker, wenn er größer wird. Okay. Darunter. Ich konnte das anders. Jawohl. Boah, sieht der fett aus. So. Right. Gib ihm.
bin ich wütend. So. Okay. Und, Victor, bin ich immer noch zu zerbrechlich? Wie es aussieht, kommt der liebe Doktor wohl doch mit uns. Aber das willst du doch. Und dass er Nag mitbringt auch. Eine tolle Demonstration, Doktor. Oh ja, Nag muss unbedingt mit auf die Expedition. Frag mich, was Charlotte wohl von Nag gehalten hätte, wenn sie noch hier wäre. Na los, Doc. Gehen wir. Schneller, Junge. Wir haben nicht den ganzen Tag. Hey, Doc. Danke, dass du dich um meinen Neffen kümmerst. Wie groß er geworden ist. Tja, Ryder, es war leichter, als er noch klein war. Jetzt fragt er ständig, warum und wieso und will alles diskutieren. Er kann eine echte Nervensäge sein. Du brauchst wohl mal eine Pause. Ich könnte ihn doch für ein paar Tage nehmen. Oh, gerne, nur zu. Lucas! Wir zwei sind wieder ein Team. Die Spuren dieser Koboldpanzer müssten eigentlich noch zu sehen sein. Halt also die Augen offen! Also, Nag, möge das Abenteuer beginnen. Kann losgehen. Tja, meine Liebe, wünsche uns Glück. Die Hochlandklippen. Da ist Steuerbord! Ich kann die Panzer sehen! Das ist die alte Klippenmine. Die ist sehr weitläufig, mit kilometerlangen Tunneln. Kein Schimmer, was die Kobolde vorhaben. Landen wir mal und sehen uns das genauer an. Sie haben den Eingang gründlich verbarrikadiert. Wir brauchen einen anderen Weg. Das würde schneller gehen, wenn wir uns trennen. Vielleicht nach Norden, Osten und Westen durch den Wald. Wir nehmen den Wald. Komm mit, Nag. So, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Das war Part 1. Und beim nächsten Mal beginnt das Abenteuer von Nag erst richtig. Mach's gut und bis dann. Haut ihr rein.